Im letzten Part haben wir schon den Langhals dieses... Atem gefriert. Noch bevor ich überhaupt ausatme. Das ist schmerzhaft, weil dann würde er in deiner Lunge gefrieren. Aua. Vielleicht ziehen wir dir mal was Dickes an. Wir haben den Langhals dieses DLCs kalt gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber nein, eigentlich haben wir ihn wieder aufgeheizt, weil er war ganz schön kalt. Der war eingefroren im Eisberg und wir haben ihn wiederbelebt. Richtig krass. Wer das verpasst hat, schaut gerne mal im letzten Part rein. Jetzt aber haben wir erstmal beschlossen, Hauptquests sind uncool, wir machen Nebenquests. Und naja, ne, kennt man ja aus meinem Hauptspiel. Behalten wir also bei, was haben wir denn jetzt hier gefunden? Huh, okay. Vergessen wir die Nebenquest ganz kurz, ich habe was anderes gefunden. Ein Auto, mein Porsche. Rückkehr nach Singapur, aha. Okay. Das Wasser weicht zurück, die Menschen kehren wieder. 5. Mai 2043, das war noch lange bevor irgendwas mit Zero Dawn und sowas anlief. Mindestens 20 Jahre vorher war das. Okay. Dann dürfte es auch relativ uninteressant für die Story sein wahrscheinlich, ne? Bla bla bla, Singapur ist noch eine Überschwemmung, Küstengebiet, ja. Das ist absolut uninteressant. Mann, mein Porsche sah auch schon mal besser aus. Hat wieder einer das Garagentor nicht zugemacht, ey. Oh Mann, ey. Ich sag's dir, den Hausmeister feuere ich irgendwann. Tch, Frechheit. Na gut. Müssen wir halt einen neuen kaufen, was soll's. Wo ist das Lagerfeuer? Da vorne. Okay. Hier sind Straßenlaternen und ein Auto stand hier und ein Haus ist hier. Irgendwas war hier auf jeden Fall mal. Ah ja, ein Hafen. Nee, das ist ein Damm, oder? Warte mal. Oder eine Schleuse oder sowas. Ja, klar. Natürlich. Also eine Staustufe oder wie auch immer man das jetzt nennt. Halt irgendwas, was halt den Wasserfluss beeinträchtigt. Elektrizitätswerk vielleicht auch, ne? Na klar. Das ist wahrscheinlich ein Elektrizitätswerk. Ah, interesting. Und guck mal hier. Die Banuks sind jetzt einfach hergegangen, haben aus den alten Laternen, haben so diese glühenden Dinger dran gehängt und haben daraus wieder Laternen gemacht. Wie geil. Feier ich. Gut. Cool. Ah, guck mal, hier auf dem Schild steht vielleicht, was das mal war. Oh, ja gut, da stand vielleicht, was das mal war. Aber ich glaube, das ist so eine Art Elektrizitätswerk oder so mal gewesen. Ich glaube schon. Cool. Und da ist noch ein Spezialhändler. Hi. So, ja, die ganzen Bögen können wir erstmal... Oh, 12, 14, 16. Eieiei. Okay. Naja, gut. Da können wir erstmal nichts machen. Was wir jetzt machen könnten, wäre mal von dem ganzen Scheiß hier was verkaufen. So. Ab dafür. Kristallgeflecht. Ja. Will ich das wirklich verkaufen? Alter, komm, wir brauchen keine 20 Kristallgeflechte, ganz ehrlich. Weg damit. Gut, dann lass mal die Karte sehen. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt zum See, würde ich vorschlagen. Jedenfalls nachdem ich geguckt habe, was hier eigentlich... Das muss die Ruine sein, die Laulei erwähnte. Lautloch und geflutet, wie sie sagte. Schnappmäuler sind bestimmt von flussaufwärts gekommen. Na gut, die sind ja zum Glück kein Problem. Fluss finde seine Quelle. Scheint einfach zu sein. Oh, warte. Ich muss erstmal den, die Schutz... Den... Ernsthaft? Jetzt bewegst du dich? Ich muss den erstmal den Schutz darunter schießen, ne? Ne, die haben aber keinen Schutz da drauf. Ich dachte, die hätten da Schutz drauf. Hey, du Arsch. Der ist wütend. Doch, die haben einen Schutz auf den Scheiß drauf. Hä? Natürlich haben die einen Schutz drauf. Ich probiere die Lohe zu treffen, Leute, aber ich kann die Lohe nicht treffen aktuell. Weil die haben da noch einen Schutz drauf. Aber wie reiße ich die den runter? Achso, ja klar, so einfach. Oh, warte, was ist... Da kommt irgendwas von hinten. Oh, hi! Also gesandwiched werden möchte ich jetzt doch nur ganz ungern, ne? Oh, Mann. Das heißt, ich kümmere mich erstmal um den, der an Land ist. Fuck, ich habe ihm die Lohe abgerissen, das wollte ich nicht! Oh Mann, GG, Alter. Jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt kann ich ihn nicht mehr sprengen. Oha, hi. Aber die andere, ich habe die andere Lohe getroffen, Perfekt, sehr geil. So, jetzt brennt der Arsch auf jeden Fall erstmal schön. Und jetzt kriegt er ein paar Bomben und dann ist die Sache auch gegessen. Die Schnappmäuler, Alter, Die gehen uns also auch hier schön weiter auf den Sack. Finde ich ja klasse. Herz allerliebst, wirklich. Muss man ja sagen. Bin ja wirklich glücklich, dass ich euch auch hier wieder sehe. Nicht. Wundervoll. Ein Schnappmaul weniger.
Ja, das war jetzt Mist, dass der von hinten kam. Damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt, dass hier auch noch an Land einer ist. Was? Nein! Boah, Mädel. So, gib dem mal so ein. Jawohl. Und jetzt. Hey. Kannst du dich mal umdrehen? Brudi, ich muss an deine andere Seite, Mann. Da geht er fliegen, Alter. Kann ich jetzt mal deine Lohe treffen, bitte? Das war nicht die Lohe. Ach, habe ich denn die Lohe schon wieder abgeschossen, oder was? Ich verstehe nicht, wie ich diese Polsterung da drüben abkriege, ne? Keine Ahnung, Leute. Hm. Naja, egal. Machen wir es so. Machen wir es einfach so, das geht schneller. Der eine da verbrennt eh. Ah, jetzt habe ich die Polsterung davon ab. Polsterung, was war ich? Polsterung. Den Schutz halt, ne? Dieses Blech, das da drum ist. Einen müsste ich getroffen haben, den zweiten eigentlich auch. Werden es gleich merken, wo er explodiert. Jawohl, tut er. Okay, den zweiten habe ich aber nicht getroffen, mit nur einen getroffen gehabt. Macht nichts. Kannst du das lassen, Kollege? Das geht mir ein bisschen auf den Sack gerade. Jetzt habe ich auch den zweiten getroffen. Wundervoll. So, dann gebe ich dir auch mal eine Bombe mit, damit du deinen Schutz da verlierst. So. Und dann. Einmal. Lol. Zweimal. Perfekt, der ist tot. Nein, er ist noch nicht tot. Interessant. Oder warte, wir machen es mit denen hier. Machen wir damit Ende Gelände. Ach, lass das doch. Ich habe nur einen Schutz dagegen. Kannst mir gerade genau gar nichts tun, Kollege. Na also. Dankeschön. So, jetzt muss ich da echt reingehen und schwimmen. Mano. Na gut. Also, Lohe. Ja, eine Lohe, komm. Ja, das ist echt ein Problem, Leute. Lohe ist echt ein Problem mit dem Seelz hier, ne? Das ist wirklich eine Sache, da muss ich drauf achten. Weil ich kann keine Lohe so gut farmen hier. Okay. Ich kann hier keine gute Lohe farmen. Dämonische Schnappmaul. Ach, guck mal. Das sind alles dämonische Gegner. Was ist der Unterschied zwischen normalen Schnappmäulern und dämonischen Schnappmäulern? Ist eine Stärke dann wahrscheinlich, ne? Oder soll das einfach sowas ähnliches sein wie wie Verdorbene? Seltenes Teil. Ach, seltenes Teil am Arsch. Weißt du, wie viele Schnappmäulinsen ich schon hatte? Weißt du, wie viel ich davon gebraucht habe? Ja, genau. So. Dann haben wir hier erstmal alles. Dann würde ich vorschlagen, schwimmen wir jetzt mal zu diesem Marker. Kühlsaft, naja gut. Ich hab doch den... Oh, der ist da oben. Hä, Moment. Ach so, der will mich nur auf den Weg zurückführen erstmal. Ja, okay. Dann hätte ich doch gar nicht hier reinspringen müssen. Dann habe ich jetzt Aloy umsonst, was gemacht. Naja. Pech gehabt, die versteht das bestimmt. Sorry. Sorry. Du hast was Dickes an, beschwer dich nicht, Mädel. Ernsthaft mal. Hast schon ganz andere Dinge durchgemacht. Hier oben irgendwo. Ach, und hier muss ich jetzt den Eingang finden, ja? Na ja, gut. Ich mag sowas immer nicht, wenn man nur so in die Nähe geführt wird und dann den Rest selber suchen muss. Es hieß ja, wurde vom Wasser geflutet. Ja gut, dann ist auch klar, warum es plötzlich so urplötzlich vom Wasser geflutet wurde, ne? Das ist halt eine Schleuse und die ist jetzt plötzlich offen oder so in der Art. Okay, warte. Hä? Ah, jetzt bin ich wieder raus aus dem Zielgebiet. Ja. Ich dachte, vielleicht ist es im Haus irgendwie der Zugang, aber scheinbar nicht. Dann gucke ich jetzt mal hier unten. Ja, hier ist dieses Banuk-Zeichen auf jeden Fall. Aber... Nee, jetzt bin ich doch schon wieder aus dem Gebiet raus. Ziege... Noch bin ich drinne. Okay. Hä? Aber ich sehe halt absolut keinen Eingang, ne? Kann ich die fucking Eule abschießen? Lol! Ich muss ja sagen, ich liebe Eulen, Leute. Eulen sind so coole Tiere.
So wie die auf ihren Kopf zu drehen und die sehen so flauschig aus. Alter, Eulen sind super. Also wenn ich eine Eule als Haustier haben könnte, ne? Instant, Alter. Instant Eule. Würde ich wie so ein Papagei auf der Schulter mit mir rumtragen. Die ganze Zeit, sage ich dir. Ja, aber irgendwie habe ich jetzt ein Problem. Irgendwie habe ich jetzt ein Problem, weil ich habe keine Ahnung, wo ich lang soll. Und der scheiß Fokus sagt mir halt auch original nichts. Hä? 74... Warte, Moment. Hä? Wieso? Was zum? Hä? Das Ding hat sich einfach auf der Karte verlagert. Warum? Folge dem Flussstrom auf. Hä? Wieso? Gerade eben sollte ich noch irgendein Loch suchen. The fuck? Da kann ich ja lange suchen. Nee, im Ernst, warum hat sich das Ziel jetzt einfach verändert? Hä? Okay. Super sehr. Oder soll ich jetzt gucken, wo das Wasser herkommt? Wahrscheinlich. Ja, aber das hätte man mir auch vorher sagen können. Karte. Seriously? Komm schon. Ey! Ja, ja, klar. Und hier ist diese Schleuse. Genau, das ist das Problem. Das da unten ist ein Elektrizitätswerk, das da oben ist eine Schleuse. So sieht es nämlich aus. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oder nicht Schleuse, sondern ein Damm oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Irgendwelche Experten in den Kommentaren wissen das bestimmt. Die können mich dann da gerne korrigieren. Beziehungsweise informieren. Das muss die Quelle des Wassers sein. Ja, so klug war ich auch schon. Das haben auf jeden Fall die Alten gebaut. Da kannst du dir aber sicher sein, ja. Lagerfeuer! Wo? Ah, direkt voraus. Wunderbar. Okay. Und da drin ist sogar Licht. Oh, oh. Ich sehe schon, also die ganzen Nebenquests hier sind ein bisschen mehr Laufarbeit. Ne? Selbst der Langhals hat mich einmal halb durch die ganze Welt geschickt, weil ich irgendwelche Teile suchen musste. Die Nebenquests scheinen hier ein bisschen mehr Laufarbeit zu sein in diesem DLC. Ist das ein Schlitten? Cool. Tja, da wollte wohl jemand rein. Hat fast den ganzen Sims weggeblasen, nur um durchzukommen. Alter, wer auch immer da rein wollte, ne? Der hatte extrem kranken Sprengstoff. Weil das hier ist meterdicker Beton. Wahrscheinlich Stahlbeton. Ne, ich meine, das ist ein Damm, der hält ja Unmengen an Wasser. Das heißt, dieses Ding hier ist scheiße stabil. Ja, ist auf jeden Fall Stahlbeton. Also wer auch immer sich hier durchgesprengt hat, hat sich durch meterdicken Stahlbeton gesprengt. Halleluja. Läuft bei euch. Wie sämtliche Winter auf einmal. Ja gut. Überflutung erkannt. Evakuierung empfohlen. Ach was. Überlaufbecken beschädigt. Das Überlaufbecken. Ist das das Loch? Maybe. Interessant, dass sie auch hier eine KI hinten drin haben. Naja gut, ich meine klar, warum auch nicht. Warum auch nicht. Sieht wie eine Schaltstelle aus. Was ist hier passiert, dass das Wasser wieder läuft? Verdammt gute Frage. Drainage System offline. Intake Tower Malfunction. Bla bla bla. Irgendwas ist kaputt. Drainagesystem offline. Das heißt bestimmt nichts Gutes. Das würde ich jetzt auch erstmal vermuten. Ach ja. Ach ja. Vielleicht sollte ich die Objekte in diesem Bereich scannen. Und wieder mal fehlt mir eine verdammte Energiezelle, ja? Position. Praktisch. Ja, aber da fehlt noch eins. Hä? Habe ich doch gerade untersucht, oder nicht? Wollte ich jedenfalls. Ohne das komme ich nicht rein. Ja, cool. Untersuch den Oh. Und da ist der Störenfried. Ach was. Hi. Er ist anscheinend nicht so gut im Raus wie im Reinkommen. Aha. Was? Hä? Lieber niemand. Wie ich das sehe, wird das nämlich niemand lesen. Heute sind die gruseligen Typen mit den Wilderling...
lebens aufgetaucht, um unsere Arbeitsplätze zu vermessen. Und nächste Woche installieren sie Pharaoh-Servitoren, die unsere Arbeit erledigen. Auf Wiedersehen, Shelly. Auf Wiedersehen, Laura. Bis niemals. Ich hoffe, dir gefällt der Mindestlohn. Oh Mann, es wird so seltsam sein, diesem Ort Lebewohl zu sagen. Als Quentin und ich uns trennten, hatte ich nur noch das hier. Gott sei Dank für diesen Job, bei dem ich vor einer Konsole sitze, Knöpfe drücke und den ganzen Tag weinen konnte. Deshalb machen wir das auch, glaube ich. Die Tapes von unseren Proben im Damm verstecken. Diese Tapes sind unsere Erinnerungen, unsere Geister. Durch sie können wir diesen Ort heimsuchen und ein wenig menschlich halten. Ich saß in diesem Kontrollraum, als Laura heimkam und einem alten Probeverstärker und eine Gitarre mitbrachte. Shells, sagte sie. Mädel, ich habe mir die Baupläne von diesem Ort hier angesehen und den perfekten Proberaum gefunden. Die Akustik hier drin. Echt abgefahren. Im Sinne von, halt durch das ganze Tal abgefahren. Ernsthaft, und lässt dich ein, wenn du es siehst. Ich weiß noch, wie ich fragte. Proberaum? Peace, Shelly. Aha, das waren die Mitarbeiter hier. Die wurden dann durch die KI ersetzt, ne? Mein Fokus hat doch schon was gefunden. Oh Gott, hier. Ja gut, okay, den Typen da sollten wir wohl mal ein bisschen untersuchen, aber ich glaube, zu dem komme ich jetzt erstmal nicht. Oh. Achso, ja, das ist das Ding. Aber ich muss irgendwie eine Energiezelle auftreiben, oder sehe ich das andere, sehe ich das falsch? Was sagt denn die Karte? Okay, die Karte sagt, ich habe einen Riesenbereich. Oh. Achso, das ist die Tür. Ja, wo ist denn die Drecksenergiezelle? Ich frag mich, ob mein Fokus etwas finden würde. Ja, ich auch, aber tut er ja scheinbar nicht. Ich meine, ich finde den Typen, das ist schon klar. Hallo? Kannst du den scannen? Ja. Ja, aber ansonsten. Die Drähte führen wohl zur Stromquelle. Ja, schon klar. Aber es hilft mir alles nicht. Ich brauche diese eine Energiezelle. Aber hier ist keine. Hä? Dieser Osserrahmen, den ich hier durchgedrängt habe. Ja, toll. Von wegen Fokus, Alter. Was für Fokus, Mann. Ja, gut. Wessen Problem ist das, ne? Meins sicherlich nicht. Ja, das tut sie. Das ist die perfekte Gelegenheit für eine gute Tat. Und sein Gewissen von allen Grausamkeiten zu entlasten. Was für Grausamkeiten, du. Stark. Geht es dir gut? Du weißt nicht, wie sehr ich mich jetzt freue. Oh, doch, ich hör's. Ich dachte schon, mein Feuer wäre erloschen. Meine Schmiede erkaltet. Aber nein, nein, nicht alte Gildon. Dann bitte. warte. Nochmal von vorne. Was tust du hier unten? Entschuldigung. Was war das für ein Sound? Wenn man mit sich selbst spricht, kann man die Reihenfolge beliebig abändern. Da ist ein Artefakt in dem Lagerraum und ich muss es einfach haben. Doch wie du vielleicht merkst, geht die Tür nicht auf. Ja. Ich habe eins von diesen rundlichen, ringartigen Dingstars von der Wand genommen. Oh, du Depp. Also habe ich es mit diesem Knopf versucht. Noch weniger Glück. Durch meine sanften Versuche lief die Kammer dann voll. Ein bisschen. Ein bisschen. Ich drückte den Knopf nochmal, vielleicht zu enthusiastisch. Funken und Rauch. Offenkundig kam ich zum Forschen her. Meine sachten Schritte auf der Brücke haben vielleicht zum Einsturz beigetragen. Oh mein Gott. Als die Brücke zusammenbrach, habe ich möglicherweise aus praktischen Gründen dieses Ringding dem Wasser überlassen. WTF? Als ich bereit war aufzugeben, war die Tür hinter mir geschlossen. Und daher sind wir wieder im Jetzt angelangt. Du kannst froh sein, wenn ich dich nicht erschieße, Alter. Ey. Hat er ernsthaft diesen Holo-Schlüssel, dieses Scheißding da erst aus der Wand rausgeklaut, weil er nicht kapiert hat, wie man es benutzt? Und danach in diesen scheiß Wasserstrom geschmissen? Der hat was geraucht, Alter. Oh mein Gott. Der kann echt froh sein, wenn ich ihn nicht erschieße. Du sagtest etwas über ein Artefakt? In der Tat. Der Lagerraum quillt nur so über vor Schätzen der Alten. Aber einer sticht besonders heraus. Ein filigranes Spiegelglas. Was? Ich habe so etwas nur einmal gesehen.
Meine Mutter brachte eins mit aus dem Ort, wo sie gewesen war. Ich weiß noch, wie ich es hielt und hineinschaute. Mich sah und meine Mutter gleich über mir lächelnd. Und eins dieser Spiegelgläser ist im Lagerraum? Oh, ja, ziemlich sicher. Ich spähte in diese dunkle kleine Kammer und da war es. Ich wollte schon so lange eins finden, ich... Ja, diesmal ist es eins. Ah ja. Ohne noch einen Ring kommen wir auf keinen Fall in diesen Lagerraum. Er gehört zum Schließmechanismus, der die Tür steuert. Was du nicht sagst. Mhm. Na, das ist doch großartig. Fabelhaft sogar. Du hast zwei Hände. Ich hab zwei Hände. Perfekt. Pass auf, dass ich deine nicht abschneide. Die Retterin, meine Rettung. Und wenn du magst, warum nicht? Natürlich. Meine Komplizin. Gemeinsam ist der Ring schon fast unser und mit ihm der Lagerraum und seine Beute. Ist dir der Ring nicht ins Wasser gefallen? Tja. Ich gebe zu, das sorgt für eine bisher unbekannte Komplexität unseres Vorgehens. Hilfe! Du hast den Knopf gefunden, der die Wasserzufuhr steuert. Reiner Zufall! Und ihn dann zerstört. Auch reiner Zufall. Das Bedienfeld ist wohl die einzige Möglichkeit, das hier abzuschalten. Das wird nicht einfach. Der Lagerraum ist voll. Von oben bis unten. Wärst du überrascht, dort zu finden, was du brauchst? Ich wär's sicher nicht. Der Typ macht mich wahnsinnig. Also, wir müssen den Ring ersetzen und in den Lagerraum kommen. Ich repariere das Feld und schalte alles ab. Und ich kann endlich dieses Spiegelglas an mich nehmen. Okay, Gildo. Ja. Wie kommen wir an diesen Ring? Zwei Paar Hände, Mädchen, zwei Paar Hände. Hinter uns liegen zwei gigantische Tore, doch ich glaube, sie müssen zeitgleich geöffnet werden. Zusammen können wir diesen Ort trockenlegen. Dann sollten wir damit anfangen. Sollten wir besser. Oh Mann, ey, was zum Teufel. Ja, auf die Idee wäre ich jetzt auch gekommen. Wird Zeit, dass wir loslegen. Ich übernehme das hier. Auf der anderen Seite ist ein Ventil, das das Tor einrastet. Könntest du vielleicht rübergehen und das übernehmen? Das da. Oh Gott. Das ist ein richtiger Experte, der Typ. Das ist ein richtiger Experte. Oh, komm mal ins Maul. Der Typ geht mir ganz gepflegt auf den Senkel! Das ist jetzt das zweite Mal in diesem Let's Play, dass ich hier irgendwo einfach runterrutsche, ohne dass ich das möchte. Das kann doch wohl bitte nicht wahr sein. Meine Güte. Es war fabelhaft. Ich wusste es. Und ja. Jetzt dreh ordentlich am Ventil. Komm, halt die Schnauze und tu was. Ein wenig und das verflixte Tor müsste sich endlich bewegen. Ja, das Tor müsste jetzt runterkriegen. Du hast recht. Wenn ich das Tor runterkriege, musst du das Ventil wieder drehen. So wird das Teil einlassen. Aha. Okay. Also quasi doch so eine Schleuse, mehr oder weniger, ja? Ein Tor unten. Gut. Ja, Schleusentor steht ja auch da. Lol. Zum zweiten Tor. Aha. Na gut. Sicher, dass wir da runter wollen? Nein! Bitte nicht schon wieder runterfallen. Ist was sehr Besonderes. Sie wird dich genau dorthin bringen, wo du hin musst. Und kein Stückchen weiter. Ist es so. Können wir bitte einfach dem Typen hinterherlaufen? Ich wette, das Ventil für das zweite Schleusentor ist irgendwo oben. Aber wie kommen wir da bloß hinauf? Ich sehe mich mal ein bisschen um. Vielleicht finde ich was. Können wir da mal ein bisschen Räuberlatter-mäßig was machen? Nein? Okay, ich glaube, von hier erreiche ich die rostige Rostplattform. So geht's vielleicht drauf. Okay. Und tschüss. Netter Sprung. Nett! Was sag ich da? Das war umwerfend! Ich hab noch nie solche todesverachteten Wagemut gesehen! Danke! Glaub ich. Ja. Oh, warte mal, ist das da unten das. Die Energiezelle? Oder leuchtet irgendwas?
Guck mal an. Dampffamilie. Okay. Ja gut, ich glaube, ich lese das jetzt mal nicht alles. Das ist eine nette Backstory. Wer es lesen möchte, kann es ja pausieren und lesen. Ich spare mir das jetzt erstmal. Du bist direkt über mir. Schick mir die Leiter runter. Ich würde es lieber nicht tun, ehrlich gesagt. Aber gut. Aber gut. Wir haben doch schon Erfahrung damit. Warum nimmt er eigentlich immer das einfache Ventil und ich krieg das schwere? Das ist... Wenn auf der Seite genauso ist, sollte hier ein Zugangstunnel sein. Ja, offensichtlich ist das genauso. Scheint ziemlich symmetrisch aufgebaut zu sein, dieses ganze Teil. Von daher... Oh. Von daher sollten wir es nicht so schwierig haben, wollte ich gerade sagen. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Komme ich hier noch höher? Ich glaube nicht. Hä? Aber ich soll hier lang. Ah, da unten. Okay. Lüftungsschächte, was ganz Tolles. Selbst in der Postapokalypse noch. So. Gut, dass hier Wasser ist. Ansonsten wäre ich jetzt schon wieder platt wie Flunder. Alter Schwede. Meine Güte. Hier gibt's doch gar nicht, ey. Okay, Gildon, du kannst drehen. Nein, ich habe mein Rad noch nicht mehr gefunden. Es funktioniert nicht! Mist, das Ding ist zu schwer! Schau mal bitte hinter mich! Siehst du was Großes und, Kaputtes? Ja, ich sehe hier nur große und kaputte Dinge. Wenn ich hochkomme, reicht vielleicht mein Gewicht, damit es sich wieder bewegt. Warte, okay? Ich habe einen Plan. Ich muss noch höher. Ich könnte am Wrack hoch. Was anderes fällt mir nicht ein. Ja, geilo, Alter. Hä? Was zum? Lol? Und sie hat sich jetzt warum genau nicht festgehalten? Ich muss doch daran. Hä? Okay. Alles klar, Mädel. Ist zum Glück auch gar nicht lebensgefährlich hier. Jetzt erinnert euch das Ganze wirklich ein bisschen so an Tomb Raider, ne? An die Gräber. Alter, was ein Sprung, ne? Was ein Sprung. Okay. Es gibt so ein Video auf YouTube, habe ich letztens mal irgendwann gesehen. Letztens mal irgendwann vor allem. Wo muss ich lang? Da hat jemand analysiert. Schön, das war sogar von der GameStar, oder? Ich glaube, es war sogar von der GameStar. Die haben einfach mal sich... quasi hier Lara Croft vorgenommen und mal geguckt, wie oft die eigentlich schon an irgendwelchen Dingen hätte gestorben sein müssen. Und jetzt das ganz abseits von irgendwelchen Hindernissen im Spiel, die sie wirklich umbringen, wie zum Beispiel so ein Speer in den Bauch oder sowas. Sondern halt auch einfach, dass sie die gar... Diese Strömung, sie ist zu stark. Ist nicht so erfrischend, wie es aussieht. Dass sie die ganze Zeit ohne irgendwas zu trinken, zum Beispiel durch die Wüste durchklettert oder sowas, oder... dass sie die ganze Zeit in der eisigen Kälte Sibiriens durch die Gegend klettert, ohne irgendwie sich richtig aufzuwärmen, zu trocknen, wie auch immer, ohne richtig zu schlafen. Und dann haben sie mal die ganzen Todesquellen dann aufgezählt, ne, wo ein normaler Mensch schon längst draufgegangen wäre. War ganz lustig, war ganz interessant auf jeden Fall. Ich meine, natürlich ist es Schwachsinn, an Videospiele mit Logik ranzugehen, logisch. Aber interessant ist es halt trotzdem. Und mal ganz lustig zu sehen eigentlich. Kannst du weiter? Ja, wo ich jetzt da schon wieder gerade abgerutscht bin, also irgendwie, ich weiß auch nicht. Could you please, dankeschön. Daran, jawohl. So, ich muss doch da hoch und dann muss ich doch darüber, ja? Ah, nee, muss ich nicht, ich muss hier lang. Ah, shit. Das habe ich nicht gesehen. Ach, komm, halt's Maul. Also so fett bin ich jetzt auch nicht, ja? Meine Güte. Ich
Wie viel wiegt Aloy? Vielleicht, was weiß ich, 60 Kilo, 70, ja? Na, 60. 50 bis 60. Du schaffst das! Mach noch so einen Wahnsinnssprung! Schnell, Kurbel, 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 Kurbel! Wir können loslegen! Komm schon, Kurbel! Kurbel doch! Das war ein Anblick, wie du von Achso, das okay. Okay, das muss bis hier runterlaufen. Ich dachte gerade, die warten jetzt die ganze Zeit, bis das wieder nicht mehr funktioniert, ja. Ein Schnappmaul. Nee, das hat eine normale Größe, die sind alle so groß. Oh. Das ist nicht groß. Die sind alle gleich groß, du Vogel. So, einmal. Oh. Sehr schön. So, die zweite Bombe. Auf die Seite. Und dann den zweiten Feuerpfeil auf die Seite. Ups, shit, ich muss raus aus dem Wasser! Goddammit, kann ich bitte mal die scheiß Lohe treffen? Hallo, kannst du mal heilen? Kannst du jetzt die Lohe treffen, Mädel? Habe ich sie getroffen? Ja, na also. Ich muss sagen, ich hätte mir den Treffer nicht gegeben, aber okay. Kann damit leben. So, und jetzt nehmen wir die normalen Pfeile und schießen den da unten ein bisschen in seine Lunge rein. So, Kollege, Schicht im Schacht, gute Nacht. Sag mir einfach, wenn es tot ist. Ja, natürlich ist es tot. Fabelhaft, gut. Der Ring. Vielleicht. Ja, da ist er. Du hattest recht. 29% Spule. Eis. Nein. 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 Intuition, ach, ja. Sie lässt mich nie im Stich. Ja, manchmal ist der Weg recht umständlich, aber... Ach, egal. Zum Lagerraum. Zur Beute. Wir haben so viel Wasser. Sind wir hier richtig? Nötig, aber ob ich den Damm ganz ablassen könnte? Nee, warte, müssen wir nicht. Hä, wo muss ich denn lang? Oh. Okay. Hä? Ach, da hoch. Den Damm ganz ablassen. Ja, keine Ahnung. Mal schauen, ne? Mal schauen. Hallo? Da, ich zuerst. Sure. Von wegen, Alter. Ich gehe vor. Ich freue mich. Ja, ja. Mich. Ich habe die ganze Arbeit gemacht. Ich gehe vor, ja? So sieht's nämlich aus. Geschafft. Okay. Was wollte ich gerade sagen? Weiß ich nicht mehr. Egal. So wie früher mit. Ja, ja. Der Typ, Alter. Nur am Quatschen. So. Und jetzt guck zu und lerne, Alter, wie man so eine Anlage benutzt. Und nicht, indem man da die Hälfte rausreißt. Wie kommt man auf die dumme Scheißidee, hier einfach so ein Ding rauszureißen? Welcher Spacken macht denn sowas? Ah. Links, oben, unten, oben, rechts. Links, oben, unten... Oben, rechts. Das Schloss auf, du Vogel. Was soll ich schon machen? Nervensäge. So, let's go. Ich glaub's nicht, das hat geklappt. Ja, natürlich hat es geklappt. Ich dachte schon, du hast jetzt den Verstand verloren. Und was hast du dann? Oh, habe ich scheinbar welche verpasst. Zwei Stück, um genau zu sein. Ah ja. Gut. Maschinenkern, dies, das, das. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen.
Oh, Gesundheitstrank. Ah. Wie sieht's eigentlich mit den anderen Gesundheitstränken aus? Oh, habe ich gar keine mehr. Ha! Okay. Ich habe keine von den doppelten Gesundheitstränken mehr. Sowas bildet man sich nicht ein. Nicht zweimal in Folge. Gut, reparieren wir das Bedienfeld und schalten alles ab. Ja, aber ich befürchte, ich muss mit dem noch reden. Ist alles okay? Ich war mir da so sicher. Das Spiegelglas, ich war so sicher. Ja, oder auch nicht? Genau, dein Fenster weiß. Natürlich. Eine Täuschung, überhaupt nichts. Tut mir leid, Gildon. Es hat dir wohl viel bedeutet. Ach, ja. Genauso viel, wie jedes Artefakt der Alten mir bedeutet. Ja, nee, ist klar. Ist gut, na, schon gut. Außerdem, was ist Beute im Vergleich zum Abenteuer? Darum machen wir es, Kleine. Abenteuer, nicht die Scherben. Und was für ein Abenteuer. Oh, bei der großen Schmiede, ich werde es nie vergessen. Also dann, ich glaube, wir haben Reparaturen vor uns. Ja, das glaube ich auch. Okay, Energiezellen. Let's go. Und jetzt hämmerst du nicht auf den Knopf drauf. Oh nein. Oh, das ist doch schon viel hübscher, oder nicht? Was bedeutet das? Na, dass es geklappt hat. Bei der Schmiede. Du bist unglaublich. Hörst du das häufig? Ich vermute mal schwer, ja. Ich hab sowas schon ein, zweimal gehört. Oh, ja. Sie ist bescheiden. Meisterin der Künste der Alten. Stöberin, die das ganze Anrecht erblassen lässt. Und sie ist bescheiden. Ich hab das nicht allein gemacht, Gildon. Nein. Nein, vermutlich nicht. Was machst du als nächstes? Gehst du zurück zum Anrecht? Und den Menschen von Sangesgrund diese Geschichte vorenthalten? Nie im Leben! Ich bleibe noch etwas länger. Jeder Beteiligte sollte die Geschichte erzählen. Kommst du mit und hilfst mir, ja? Überlaufbecken leer. Innenraum zugänglich. Minimale Flutschäden. Das Becken ist wohl auch ausgetrocknet. Ich sehe es mir mal an. Direkt noch ein Abenteuer? Du bist mutiger als ich, aber das überrascht mich nicht. Perfekt. Fürs nächste Abenteuer müssen wir dann aber bis zum nächsten Part warten, Leute. Ich bedanke mich, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und auch den Kanal abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.